Ja, Leute, hier unten befinden wir uns in einem weiteren Keller, in einem weiteren Kellerraum. Ihr seht, da vorne ist schon relativ viel zusammengestellt worden. Da vorne haben wir eine alte Kreissäge und hier vorne haben wir Loriot im Gabelstapler sitzen. Das ist Pappmaché. Fühlt sich so ein bisschen an wie Gummi oder sowas. Ja, und hier wie gesagt so ein Stapler. Da vorne so ein paar Regale. Ich vermute mal, dass da irgendwie Werkzeug oder sowas gelagert worden ist. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die weiteren Hallen hier unten an. Hier wurde schon relativ viel zusammengestellt, wie man sehen kann. Hier haben wir alte Nähmaschinen stehen. Guck dir das mal an. Ich denke mal, dass die auch noch einen ganz gewissen Eigenwert haben, oder? Die haben doch bestimmt richtig an Wert hier. Was ist das für eine Marke? Sieht man nicht. Stand hier oben mal drauf. Dolma? Ich glaube Dolma oder sowas. Hier links haben wir eine ganz große Waage. Da haben wir den Heizungsraum. Und hier, Leute, kommen wir in einen, ja, etwas kleineren Raum, wo diverse Ersatzteile für Nähmaschinen gelagert worden sind. Nähmaschinen, Räder, ich weiß gar nicht, was, ehrlich gesagt, was das hier alles so ist. Irgendwie liegt hier auf jeden Fall Fettpaste. Hier liegen diverse Kondensatoren. Ja, und eben, wie gesagt, die ganzen Ersatzteile für die Nähmaschinen. Und dann drauf gedrückt. Genau, und dann drauf gedrückt und dann wahrscheinlich so hin und her bewegt. Bügelbrett. Bügelbrett, ne? Bügelbrett in Industriegröße, würde ich sagen. Und da hinten auf der Werkbank diverse Ersatzkabel und Ersatzteile für die Nähmaschinen. So, Leute, hier vorne befinden wir uns jetzt in einem, ja, sehr bekannten Raum, würde ich sagen. Ich habe dieses Motiv tatsächlich schon öfter bei Instagram gesehen. Ich weiß nicht, könnt ihr mir natürlich gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr diesen Raum hier kennen solltet. Und ich vermute einfach mal, dass das hier der so die Kantine war. Da vorne haben wir so eine, ja, so eine Bar, wo man sich wahrscheinlich irgendwie Getränke holen konnte. So eine Art Teeküche vielleicht auch. Und hier hängen überall an den Wänden so, ja, Gemälde von 1900. Kann man da ganz gut sehen, da oben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier unten im Keller und gucken mal, was wir noch so Spannendes hier finden. Hey Leute, das ist vielleicht nochmal ganz kurz interessant. Und zwar ist das ein alter Feuermelder. Büro Nummer 2, Kisten B, 3, Leger 4, mechanische Werkstatt wahrscheinlich. Und dann konnte die Meldernummer hier bestimmt werden, hier vorne. Konnte man das drücken? Nee. Ah, okay, verstehe, das sind die Zahlen. Ich sag mal, in Büro 2 ist jetzt ein Feuer ausgelöst. Und dann hat man wahrscheinlich dieses Drehrad genommen, ich würde jetzt gar nicht dran drehen. Und hat man auf 2 gestellt und dann wusste gleich die Feuerwehr, alles klar. In Büro, also Raum Nummer 2, ist ein Brand ausgebrochen. So Leute, wir sind jetzt hier die Wohnungstür davon reingekommen. Ich würde sagen, das Ganze, das war hier auch mal so eine Art Wohnung, oder? Wohnung für die Mitarbeiter, denke ich mal, dass die hier wirklich auf dem Gelände auch gelebt haben können. Wir haben hier ein Badezimmer. Ja, und hier haben wir einen Raum, wo wir ein bisschen mit dem Licht jetzt natürlich auch wieder aufpassen müssen. Da unten liegt eine Matratze. Ich denke mal, dass hier vielleicht ein Bett gestanden haben könnte. Da haben wir eine Matratze. Und hier haben wir so eine ganz alte Schreibmaschine von Optima. Da wurde hier vorne das Papier eingelegt und dann immer weiter durchgezogen. Guckt euch das mal an. Das funktioniert sogar noch. Hier haben wir auch so ein ganz altes Bon-Druckgerät, vermute ich mal. Papiervorschub, Test, Alarm und bereit von Siemens. Ich denke mal, dass da vielleicht irgendwie das, was auf dem PC gedruckt worden ist, dass das hiermit gedruckt werden konnte, dass das einfach ein ganz alter Drucker ist. Hier vorne haben wir einen relativ großen Schreibtisch, wo ja so eine Art, ich wollte gerade sagen, irgendwie Arzneimittel oder irgendwelche kleinen Fläschchen auf jeden Fall. Violett, ich denke mal, das ist irgendwie so eine Art Färbung oder sowas. Da haben wir so einen alten Stempel. Ohne Bezahlung. Ohne Bezahlung. Ich denke mal, dass das vielleicht Rechnungsabteilung hier war. Mhm. Da vorne haben wir so ein paar Schränke. Da ein Schrank, da ein Schrank. Ich vermute mal, dass da irgendwie so vielleicht Archiv oder sowas war. Und hier haben wir tatsächlich noch so ein Ausweisdokument. Ausweis für Arbeit und Sozialversicherung. 24.10.80. 24.10.80, Leute. Guckt euch das mal an. Hier haben wir noch einen alten Pass liegen. Guck mal, Familienname, Vorname. Vorname Mercedes. Vorname Mercedes, das ist ja selten. Personenkennzahl, Tätigkeit, da steht hier die Tätigkeit drauf. Ich vermute mal, dass das so eine Art Unternehmensausweis war, der wahrscheinlich mal in irgendeiner Kartei da vorne drin gesteckt hat. Ja, hier vorne haben wir auch diverse Akten liegen. Rückführung,
Schwangerschaft, Einstellung, Name. Okay, das ist so eine Art Bewerbungsmappe, würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute gemeinsam mit dem Bevan ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt unterwegs. Und wir befinden uns aktuell in einer verlassenen Näherei. Sowas gab es, glaube ich, auf meinem Kanal noch gar nicht. Das Ganze ist relativ groß, wo wir uns gerade befinden. Ich denke mal, hier im Hintergrund seht ihr es auch ganz gut schon, wo wir uns befinden. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Schaut ganz unten vorbei bei den Bevan und bei mir auf Instagram. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, hier haben wir eine riesen Halle. Da vorne stehen erstmal so ein paar Tische. Und hier links haben wir tatsächlich noch Nähmaschinen stehen. Nähmaschinen, die tatsächlich wirklich so abgestellt worden sind, wie sie verlassen worden sind. Und da haben wir jetzt tatsächlich auch die Marke DeVita. Hier ist wirklich das Nähgarn noch in den Nähmaschinen, Leute. Guckt euch das mal an. Zoll. Der Zollaufkleber hier, der Adler. Und da unten haben wir sogar noch so Puschen, so Schuhe stehen, womit man das Ganze dann angetrieben hat. Hier haben wir irgendwelches Nähmaschinenöl, das in so einer, ja, ich wollte gerade sagen, pipettenartigen Form gelagert worden ist. Und jeder Mitarbeiter, vermute ich mal, hatte seine eigene Nähmaschine. Guckt euch das mal an, hier wurde wirklich, und da muss ich jetzt wirklich mal ganz kurz dazu sagen, hier sieht das wirklich so aus, als wenn das fluchtartig verlassen worden ist, weil hier befindet sich noch das Nähgarn in der Maschine und in einem Kleidungsstück. Und ich finde, das ist doch wirklich, ja, ziemlich krass. Hier sieht man sogar das Nähgarn, was noch aufgewickelt ist. Da haben wir die Ersatzteile ja unten eben schon im Keller für gesehen. Und hier wurde das Ganze dann, wie war das denn hier genau? Das steht da einfach so. Und dieses Nähgarn, das war dann da oben wahrscheinlich irgendwie festgetüdelt, wurde dann hier runtergeführt und dann hier oben auf die Nähmaschine, ja, auf der Nähmaschine aufgewickelt und wurde dann hier runter zur Nadel, also zu diesem, ich glaube Fuß heißt das, Nähmaschinenfuß. Ich hatte das mal im Werkunterricht früher in der 8., 9. Klasse, so ein freiwilliges Werken sozusagen hieß das. Und hier war der Nähmaschinenfuß dann drauf und das seht ihr selber, ist hier noch im Kleidungsstück fest. Das sind wahrscheinlich die Behälter, wo die Kleidung dann reingelagert worden ist, also wo die reingekommen ist. Ihr seht selber, da befindet sich sogar noch Kleidung drin. Und das, was ich so faszinierend finde, ist, dass hier wirklich noch alles so steht, wie es irgendwie mal verlassen wurde. Wenn man sich das jetzt mal so überlegt, dass das Ganze schon ungefähr 10, 20, 30 Jahre vielleicht leer steht? Ich weiß es nicht. Wir haben bisher noch nichts gefunden. Wir haben da hinten ein Datum gefunden, 1980. Wir haben jetzt 2019. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wann das ungefähr verlassen worden ist. Hier auf jeden Fall haben wir eine Nähmaschine, wo Handschuhe zusammengenäht worden sind. Da sieht man hier den Handschuh, der ist schon, ja, ich würde sagen, fast fertig. Und da steckt hier auch noch das Nähgarn bzw. die Nähnadel unten drinne hier. Ja Leute, und wie man hier sehen kann, ich vermute mal wirklich, dass hier komplett runter Schreibtische bzw. diese Tische gestanden haben, wo die Nähmaschinen drauf sind. Ihr seht selber, da oben haben wir jeweils einen Starkstromanschluss. Und dieser Starkstromanschluss, der befindet sich da. Hier ist überall Licht. Das heißt, die Mitarbeiter haben natürlich auch gut was sehen können, während sie hier gearbeitet haben. Und da vorne haben wir auch diese ganzen, ja, Stoffkisten stehen, wo die Wäsche dann gelagert worden ist. So Leute, hier vorne, das ist jetzt der Durchgang. Da vorne waren wir eben. Und das ist jetzt der Durchgang und hier wurden auch schon, ja, ziemlich viele Nähmaschinen zusammengestellt. Hier haben wir noch eine alte Nähmaschine und eine Brille liegen. Hier haben wir so einen Lastenaufzug, wo dann wahrscheinlich mal die ganze Wäsche und dieses ganze Rohmaterial, was wahrscheinlich mal irgendwie unten im Keller gelagert war, hier oben nach oben hoch transportiert werden konnte.
Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal eben kurz, ob wir in die zweite Etage kommen. Alter Falter. Leute. Guckt euch das mal an. Das, was in den Tüten da ist, würde ich sagen, ist das, weil wenn zum Beispiel Handschuhe produziert wurden, sind, dass daraus dann auch die Handschuhe produziert worden sind. Was ist das hier? Der Stoff ist das einfach nur. Ganz einfacher Stoff. Und ich vermute mal, ja, hier vorne stehen auch Nähmaschinen. Nähmaschinen, wie wir sie unten eben gerade in der ersten Etage auch schon gesehen haben. Guckt euch das an. Guckt euch diese Nähmaschinen an. Und auch hier, Leute, hängt noch das Garn in der Nähmaschine drin. So, Leute, hinter mir stehen diverse Kartons, die natürlich auch faltbar sind, beziehungsweise, ja, die zu falten sind. Das sehen wir hier unten ganz gut. Und ich vermute mal, dass wenn hier ein Großhändler, ich sag mal, Handschuhe bestellt hat, dass die dann in so Kartons gekommen sind und dann wahrscheinlich in diese Kartons kam da oben so ein Label drauf. Das Ganze ging dann zur Post. Und von der Post aus ging das Ganze dann wahrscheinlich zu dem, der es bestellt hat. Und ihr hört schon, hier hört sich meine Stimme wieder ganz anders an. Das war so ein ganz großer, hohler, leerer Raum. Und natürlich ist jetzt auch gerade hier aktuell überhaupt nichts mehr drin. Und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn wir irgendwas Spannendes gefunden haben. So Leute, hier oben haben wir jetzt leider nichts mehr gefunden, was unbedingt so, ja, sehenswert ist, würde ich jetzt mal sagen. Was wirklich für ein Video interessant ist, sind allerdings die Scheiben, die wir hier gefunden haben. Und ich würde sagen, da mache ich nochmal einen kurzen Schwenker drüber für euch. Hört ihr das, wie dünn die Scheiben sind? Oh, die wackeln ja fast, wenn man die anfasst. Ja Leute, und was auf jeden Lost Place, ich sag mal, dieser Größe natürlich auch wieder üblich ist, dass sich Kabel, die wir hier zu schaffen machen und die ganzen Kupferdrähtchen rausschneiden, und so ist das auch leider hier der Fall. Wir haben das davon in der ersten Etage schon eben einmal gesehen und hier von diesem, ich sag mal, Sicherungspanel sind auch schon da und da diverse abgeschnittene Kabel. Ich sagte ja eben gerade, Kabel, die waren hier schon am Werk, da unten sieht man die ganzen Kabelmäntel, die hier schon rausgerissen worden sind. Und das finde ich immer so das Traurige, dass es wirklich Leute gibt, und das sage ich auch auf jedem Lost Place erneut, die wirklich sich, ja, Kabel klauen und damit echt wirklich viel, viel Geld verdienen können. Ich weiß gar nicht, was in Deutschland so der Kilopreis für Kupfer ist, aber ich habe einmal Kupfer abgegeben mit einem Kumpel und da haben wir, glaube ich, auch für so eine Kombikiste, wo man normalerweise Einkäufe nach dem Einkaufen reinpackt, ich glaube, da haben wir 30 Euro oder 35 Euro gekriegt. Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Wenn sich jemand von euch mit Kupfer auskennt, dann könnt ihr mir das natürlich gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, und auch hier überall die ganzen Kabelmäntel. Eigentlich ziemlich traurig, finde ich das. Wir haben gerade oder stehen gerade vor einer Industriekreissäge. Hier haben wir irgendwie was Mechanisches zum Einstellen. Eventuell den Grad von dem Messer, von der Schärffläche, also von der Sägefläche. Alter Schwede, also wirklich muss man mal so ein bisschen auch sacken lassen, finde ich, die Bilder. Das ist nämlich gar nicht so, wie ich kam hier unten rein. Ich kam hier unten rein und dachte so, soll ich hier wirklich filmen? Eine leere Halle, wo eigentlich nur Müll auf dem Boden liegt. Und dann sind wir hier in die erste Etage gekommen und habe gedacht, jo, alles klar, das Filmen, beziehungsweise das Anfangen zu filmen, hat sich hier auf jeden Fall gelohnt. Und dazu könnt ihr mir natürlich auch eure Meinung mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich solche Lost Places mal öfter besuchen soll. Oder ob ich lieber mich auf die weiteren kleineren Lost Places beschränken soll. Oder schreibt mir einfach mal gerne in die Kommentare, was eure Lieblings-Lost Places sind. Sind es vielleicht Villen, Krankenhäuser oder doch so größere Fabriken? Obwohl diese Fabrik eher zu so einer mittelgroßen, ja, Fabrik gehört, würde ich sagen. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. So Leute, mit äußerster Vorsicht verlassen wir diesen Ort des Geschehens jetzt langsam wieder. Ich mache jetzt mal hinter mir die Tür langsam wieder ran. Wie ihr seht, das Ganze war einfach offen und wir haben eben aus der ersten Etage gesehen, dass es hier sogar noch auf dem Gelände Garagen gibt. Und die Garagen, die würde ich euch auch gerne mal zeigen, weil wir da zum Teil sogar Autos drin stehen haben. So Leute, wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Garagen. Mitsubishi, von dem ja wirklich nicht mehr so ganz viel übrig ist. Hier vorne auf der Windschutzscheibe haben sie schon irgendwie Holz draufgeschmissen. Wahrscheinlich haben sie da auch schon alles rausgeholt.
Ja, guckt euch das an, da haben sie schon die ganzen Kabel abgeschnitten. Armaturenbrett komplett beschädigt, logischerweise dadurch, dass das Holz hier auf der Windschutzscheibe draufgefallen ist. Und guckt euch das mal an, Leute. Wir haben hier schon Moos an dieser Türenverkleidung von innen. Und das wiederum deutet natürlich auch darauf hin, dass da eine gewisse Feuchtigkeit drin herrscht. Und diese Feuchtigkeit, die kommt ja nicht von ungefähr, sondern die Scheiben sind offen und wie gesagt, die Windschutzscheibe ist kaputt. Und hier haben wir diesen BMW drin stehen, der ja auch schon ziemlich zerstört worden ist, würde ich sagen. Hier haben sie nicht die Windschutzscheibe kaputt gemacht, die ist noch im Schuss. Allerdings haben sie hier die Heckscheibe komplett zerworfen. Auch wieder traurig, überhaupt nicht nachvollziehbar für mich. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal kurz. Ja, Heckscheibe kaputt. An der Motorhaube war jetzt schon jemand bei. Aber wie ihr sehen könnt, die Windschutzscheibe, die ist wirklich in diesem Falle noch heile. Und von innen ist auch noch nicht so ganz viel kaputt. Aber Leute, guckt euch das mal an. Hier oben hängt die Decke schon runter. Da ist so eine Wölbung in der Decke drin. Das sieht ziemlich heftig aus, finde ich. So Leute, wir sind wieder am Auto angekommen und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Mit einem sehr nachdenklichen Video, weil da drinnen sah das ja ziemlich, ja, fluchtartig verlassen aus in meinen Augen. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare rein. Schaut bei Beven vorbei, der ist ganz unten in der Videobeschreibung verlinkt. Macht coole Bilder und bearbeitet die auch relativ cool, finde ich. Ich würde sagen, wir sehen uns zu einem nächsten Lost Place Video, zu einem nächsten Vlog. Bis dahin, haut rein. Ciao.